Hallöchen! Herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder zur Abwechslung einen DM-Haul für euch. Der letzte ist zwar noch gar nicht so lange her, aber irgendwie ist mein Beauty-Produkte-Verbrauch im Sommer ein bisschen höher als im Winter. Also dementsprechend gehe ich davon aus, dass es noch einige DM-Hauls geben wird bis zum Winter. Aber gut, so viel dazu. Ich hatte im letzten Video eigentlich so eine spontane Idee, eine Verlosung zu machen, wenn das Video innerhalb von einer Woche 100 Daumen nach oben bekommt. Das beim anderen Video läuft tatsächlich noch bis Sonntag, hat jetzt aber auch noch keine 100 Daumen nach oben. Deswegen dachte ich mir, ich mache das in diesem Video auch nochmal. Also wenn dieses Video, sagen wir, ist egal, 100 Daumen nach oben bekommt innerhalb von einer Woche, dann werde ich mal wieder eine Verlosung starten mit vielen verschiedenen DM-Produkten. Also, falls ihr möchtet, dass ich eine Verlosung mache und euch meine Videos gefallen, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn euch meine Videos gefallen, abonniert auch gerne meinen Kanal, das ist natürlich kostenlos. Und ich würde mal sagen, ich starte jetzt mal mit dem Video und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Dann geht es auch schon los mit dem ersten Produkt. Und zwar habe ich hier von Sensodyne die Zahncreme in der Richtung Sanftweiß. Ich habe vor kurzem eine Sensodyne Zahnpasta ausprobiert, die fand ich eigentlich ganz gut. Dachte mir so, okay, wenn die Zähne vielleicht noch ein bisschen heller werden könnten, wäre das auch nicht schlecht. Und habe die jetzt einfach mal mitgenommen. Und dann geht es auch schon weiter mit diesem Balea Haarspray. Und zwar soll der Volumen bieten und insbesondere für feines Haar geeignet sein. Ich bin schon gespannt, ob der gut ist. Also der war jetzt nicht sonderlich teuer. Aber ich finde, so Volumen Haarspray ist eigentlich sehr gut. Der Grund, warum ich diesen kleinen hier gekauft habe, ist der, dass ich den in so eine Art Beauty-Notfallkörbchen geben werde. Falls ihr da jetzt ein bisschen verwirrt seid und nicht genau wisst, was ich meine, kein Problem. Dazu wird es nächste Woche voraussichtlich ein Video geben, also da könnt ihr schon drauf gespannt sein. Und ja, falls ihr euch fragt, warum mein Hintergrund so ein bisschen traurig aussieht, das liegt leider an dieser Pflanze, die stirbt so allmählich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich werde das einfach als Gelegenheit nutzen, um ja, mal über einen neuen Hintergrund nachzudenken. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Gefällt euch der Hintergrund? Hättet ihr gerne was Neues oder habt ihr irgendwelche Ideen? Dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ich bin da so ein bisschen ratlos. Ich bin so am Überlegen, ob ich nicht so diese Fairy Lights, diese Lichter aufhängen, aber... ja, mal schauen. Ich bin gespannt, was ihr schreibt und welchen Hintergrund ihr gerne hättet. Aber gut, wieder zurück zu den DM-Produkten. Und da habe ich dann noch von Balea so einen Pflastermix. Das sind 6 verschiedene Blasenpflaster. Und... also so solche für die Ferse hinten und dann noch so ein paar kleinere für die Zehen oder ja, wo man sie sonst eventuell noch brauchen könnte. Ja, ich wollte die jetzt einfach mal ausprobieren, weil ich kaufe sonst immer nur die von, wie heißen die? Die sind in dieser dunkelgrünen Verpackung und die kosten ja wahnsinnig viel. Also für so 5 Blasenpflaster zahlt man gefühlt 9 oder 10 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau den Preis, aber die finde ich echt teuer, obwohl sie wirklich gut sind. Ich dachte mir, ich schaue mal, ob die von Balea, die deutlich günstiger sind, vielleicht da irgendwie mithalten können. Dann geht es weiter mit einem Make-up-Produkt. Und zwar habe ich hier von Superstay einen Lippenstift und zwar nennt sich der Ink Crayon oder Crayon, keine Ahnung, wie man das ausspricht, und der ist in der Farbe 30 Seek Adventure und zwar ist das nicht so ein flüssiger Lippenstift, sondern es sieht, wie der Name schon sagt, aus wie ein Stift und man kann den dann einfach so rausdrehen. By the way, das ist der Lippenstift, den ich heute oben habe. Ich wollte ihn nämlich mal austesten und euch ja gleich mal mein Feedback zu dem geben. Und ich muss sagen,
Also ich finde die Farbe richtig schön, sehr, sehr sommerlich. Und vor allem, der Lippenstift ist nicht so extrem pink. Also das ist mir dann meistens ein bisschen zu viel. Aber das Pink ist, finde ich, genau richtig für den Sommer. Und auch von der Textur her ist der sehr weich, sehr leicht. Also ich spüre den eigentlich gar nicht, wenn ich den oben habe. Und das Coole an dem ist, überhaupt für mich, weil ich verwende ja nie Lip Liner. Der Lippenstift ist so eine 2-in-1-Kombination irgendwie. Also oben seht ihr die Spitze und damit kann man die Konturen der Lippen sehr schön und vor allem auch präzise nachzeichnen. Und die flache Seite, also ich habe den ein bisschen rausgedreht und die flache Seite habe ich dann einfach verwendet, um die Lippen auszufüllen. Einfach damit ich die Spitze nicht so schnell zerstöre. Und das ging super schnell, super einfach. Und ja, ich muss sagen, wirklich ein gutes Produkt, obwohl ich da anfangs so ein bisschen skeptisch war. Also ich werde mir den, glaube ich, auch noch in anderen Farben holen. Ja, und dann geht es auch schon weiter mit diesen Hansaplast Universal Pflastern. Ja, das sind 40 Stück drin, wieder verschiedene Größen. Und das sind solche, die schon zugeschnitten sind. Also es gibt ja auch solche, die man sich erst zurechtschneiden muss. Finde ich aber für den Zweck ein bisschen ja, umständlich, für den ich die Pflaster brauche. Die seht ihr dann auch nochmal gemeinsam mit dem Haarspray in meinem übernächsten Video. Also nächsten Mittwoch um 19 Uhr. So, ich muss da schon ein bisschen vordenken. Ja, ganz normale Pflaster eigentlich. Ich hatte die schon sehr oft, bin eigentlich ganz zufrieden mit denen, weil die auch sehr lange halten und auch wenn man ins Wasser geht. Ja. Mehr gibt es auch zu Pflastern nicht zu sagen. Und als nächstes habe ich hier noch zwei Deo-Sprays. Beide sind von Balea. Einmal ist das dieser Antitranspirant-Spray in der Richtung Extra Dry. Und dann habe ich hier noch den Tagträumer Deo Body Spray. Dieser Antitranspirant-Spray hier riecht eigentlich sehr erfrischend, aber nicht too much. Also der riecht jetzt nicht irgendwie süßlich oder so, sondern ja, eigentlich nur sehr angenehm erfrischend. Und dieser Tagträumer-Spray, der riecht dann doch... So, jetzt riecht nichts. Ja, der riecht schon ein bisschen süßlicher, aber ich finde, das ist jetzt auch nicht zu viel. Also manchmal hat man ja so Deo-Sprays, die extrem riechen und das ist manchmal mir sogar dann schon ein bisschen zu viel. Aber den finde ich sehr angenehm, wie gesagt, ein bisschen süßlicher als der andere, aber jetzt auch nicht zu übertrieben. Vor allem, ich finde auch die Verpackung so extrem schön. Und der ist ohne Aluminium noch, by the way. In dem wird, glaube ich, Aluminium drinnen sein, ja. Okay, da habe ich leider nicht darauf geachtet, weil eigentlich schaue ich darauf, dass ich Deo-Sprays kaufe, die kein Aluminium enthalten. Beziehungsweise Deos ganz allgemein. Ja. Also nur so viel dazu, da ist Aluminium drin, da nicht. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit mit meinen Haaren da herumspiele, aber es ist schon wieder so unglaublich heiß in meinem Zimmer und es hat gefühlt 500 Grad hier und ich versuche das Video jetzt so gut es geht zu drehen und nicht allzu lange zu brauchen, weil ja, innerlich sterbe ich gerade. Aber gut, ich mache mal weiter mit dieser Feile hier und zwar ist die von Evelyn. Die habe ich leider schon ausgepackt und die Verpackung weggeschmissen. Die hat zwei Seiten, also so eine grobe Seite und eine feine Seite. So ist es. Ja, ich glaube, die kaufe ich mir jetzt schon zum 10. Mal nach und das ist wirklich einfach die Feile, die für mich persönlich am besten funktioniert. Also ich verwende eigentlich immer nur diese feine Seite und ja, dadurch werden meine Nägel immer sehr schön. Ich finde die angenehm beim Feilen und die kostet jetzt auch nicht die Welt, sondern ich glaube 1 Euro irgendwas. Also kann man sich dann durchaus leisten. Was habe ich hier noch? Genau, so. Da habe ich noch von Balea so Hygienetüchlein. Und zwar sind die antibakteriell und auch wirksam gegenüber verschiedenen Viren, natürlich auch dem Coronavirus. Und da gab es auch
glaube ich, größere Päckchen davon. Ich habe das kleine verwendet, weil, ja, ihr habt es erraten. Das seht ihr dann auch in dem besagten Video am nächsten Mittwoch dann. Und dann habe ich hier ganz unaufregende Wattestäbchen. Die sind von Evelyn. Ja, ich kaufe eigentlich immer nur die, beziehungsweise die gibt es auch in so Boxen. Ja, 160 Wattestäbchen. Wattestäbchen halt. Also irgendwie habe ich gefühlt nur Balea und Evelyn Sachen eingekauft. Also ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe alle Produkte selbst gekauft und auch selbst bezahlt. Also nur, damit da kein falscher Eindruck entsteht. Und wenn ich schon dabei bin, hier noch ein Evelyn Produkt. Und zwar ist das so eine kleine Mini-Bürste. Und da fehlt leider auch schon die Verpackung. Und das liegt einfach daran, dass ich die mal austesten wollte, ob die gut ist, weil die meisten von diesen Mini-Bürsten, die ich bis jetzt hatte, die haben bei mir circa 2 Tage überlebt, weil beim 10. Mal durchbürsten sind die irgendwie in alle Teile zerfallen oder abgebrochen oder diese Zähne haben dann gefehlt. Ja, deswegen dachte ich mir, ich teste das gleich mal aus. Ich muss sagen, ja, die funktioniert richtig gut. Man kann die Haare schön damit durchkämmen und wie ihr sehen könnt, sie ist noch ganz. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich dann noch habe. Genau. Eine Zahnseide. Und zwar ist die von der Marke Dontodent. Also ja, eine ganz stinknormale Zahnseide, die Zähne sanft reinigen soll und die so aufquellende Fasern besitzen soll. Also ja, bin schon gespannt, wie die dann aufquellen, beziehungsweise wie dick die dann werden. In diesem Haul echt nur so ziemlich unspektakuläre Produkte, weil was soll ich zu einer Zahnseide oder Wattestäbchen sagen? Deswegen ja, mache ich einfach mal weiter mit den nächsten 2 unspektakulären Produkten. Die habe ich jetzt mal zusammengesteckt, also ihr könnt es hier sehen. Ich habe da schon die Verpackung entfernt. Und zwar sind das einmal so Haarbändchen und dann so Bobbypins, also die waren separat verpackt und es läuft heute alles auf das Video nächsten Mittwoch hinaus, also ja, diese Dinge werdet ihr dann da auch drinnen sehen und deswegen habe ich die schon zusammengesteckt, aber ja, Bobbypins, ich habe beides in braun gehalten, weil meine Haare braun sind, ich glaube, dass braun so die universellere Farbe ist als ganz hell oder schwarz, deswegen habe ich mich für die Farbe entschieden und auch von diesen Haargummis, die fand ich ganz gut, weil die nicht so ein Metallstückchen haben, weil manche sind ja mit so einem Metallclip zusammen getackert, ich weiß nicht, einfach so zusammen fixiert, also so fixiert, das haben die nicht, finde ich ganz gut, schon vor allem auch die Haare. Das nächste unspektakuläre Ding von Dontodent. Und zwar ist das der Cool Fresh Mundspray. Ist meiner Meinung nach eigentlich eine gute Alternative zu einem Kaugummi, wenn man schnell mal so ein bisschen Frische in den Mund zaubern möchte. Andererseits, die Verpackung ist natürlich nicht so umweltfreundlich wie die eines Kaugummis. Also ja, kann man sich jetzt drum streiten, aber ich habe den jetzt trotzdem mal mitgenommen. Und weil ich schon beim Thema Kaugummi war, habe ich da auch noch 3 gekauft von Orbit. Also ja, ganz klassische Kaugummis, die man einfach bei der Kasse bei DM findet. Ich finde eigentlich alle 3 Geschmacksrichtungen sehr gut und haben mir die jetzt einfach mal so ein bisschen auf Vorrat zugelegt. Dann habe ich hier noch, das war so eine ganze Box, ich habe jetzt nur ein Päckchen rausgenommen, weil einfach die gesamte Box einfach viel zu groß gewesen wäre. Und zwar sind das so Taschentücher von Soft und Sicher. Die hatten, also ich habe hier 2, die sind alle eher in so einem pastelligen Grün und Rosa gehalten. Fand ich eigentlich sehr schön. Und kann man sich einfach in die Tasche stecken, wobei ich eigentlich, muss ich dazu sagen, eher so ein Fan von diesen Taschentücherboxen bin, die komplett aus Papier sind. Und da ist halt wieder das unnötige Plastik dabei. Aber ich weiß gar nicht, wie oft sage ich das jetzt heute schon, aber ich muss leider nochmal sagen,
Ich habe die gekauft, weil die dann auch Teil dieses besagten Videos werden und da eignet sich leider eine Taschentücherbox nicht so gut. Eigentlich kann ich euch auch sagen, was das für ein Video wird, also ich weiß auch nicht, warum ich da so irgendwie so blöd herumtue, weil so geheimnisvoll ist das jetzt nicht. Und zwar dachte ich mir, weil ich selbst im Juli heirate, ich mache ein Video drüber, was in diesen SOS-Notfallkörbchen drin sein sollte. Also falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, also es gibt ja immer, also zumindest bei den Hochzeiten, bei denen ich war, was Standard, dass auf dem Damen-WC so eine Box stand oder einfach so ein Körbchen mit Dingen, die sich die weiblichen Gäste dann einfach rausnehmen konnten, wie zum Beispiel Wattestäbchen, Haarspray und so weiter und so fort. Und ich habe das jetzt auch zusammengestellt oder versucht zusammenzustellen und dachte mir, vielleicht wissen die ein oder anderen von euch nicht, was man in so Körbchen reingibt oder vielleicht fehlen euch da einfach nur die Ideen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache ein Video dazu und zeige einfach, was ich reingegeben habe, was man noch optional reingeben kann. Also, ja. So viel dazu. Und dann habe ich hier noch ein Produkt, das habe ich jetzt mal wieder nachgekauft. Und zwar ist das hier von Catrice, der Tensational Primer. Den habe ich schon einmal komplett aufgebraucht und ich bin einfach so begeistert von dem, weil das soll 10 Dinge können. Ja, einige kann ich jetzt nicht unbedingt überprüfen, andere jedoch schon. Also der spendet gut Feuchtigkeit, der gibt so einen schönen natürlichen Glow, der minimiert Poren und lässt auch das Gesicht einfach ebenmäßiger wirken. Also es sind nur einige der 10 Dinge. Und ich muss sagen, also das ist wirklich mein liebster Primer 2021. Seit ich den entdeckt habe, habe ich, ich glaube, wenn ich 5-mal einen anderen Primer verwendet habe, war es viel. Also, ja, den habe ich mir jetzt wieder nachgekauft und ich muss sagen, ja, hands down. Also, falls ihr noch auf der Suche seid, den kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Und ja, Leute, das war es jetzt auch schon mit diesem DM-Haul. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich werde mich jetzt einfach mal unter die kalte Dusche stellen, weil ich schwitze, ich gänze und mir ist einfach nur heiß. Gut. Schönen Tag noch und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Tschüss!